Versuch Nummer 3 Millionen, dieses Video zu drehen. Es ist ein einziges Chaos heute. Ein Chaos sondergleichen. Und ich bin da schon so leicht in aggressiver Stimmung, weil heute irgendwie gar nichts bei diesem Dreh so funktioniert, wie ich es haben will. So oder so, ich habe euch die Sachen zusammengetragen, die ich fürs Filofaxing besorgt habe über die letzten Monate. Ich glaube, es ist bestimmt ein halbes Jahr oder mehr. Es hat sich sehr viel getan. Und ich habe auch noch eine unausgepackte, eigentlich zwei unausgepackte HEMA-Tüten. Und ich habe euch dieses Video so lange versprochen und ich fühle mich total schlecht, weil ich es bisher noch nicht gedreht habe. Aber wir bringen das jetzt heute über die Bühne und ja, viel Spaß. A5 habe ich euch gezeigt, ist wahrscheinlich dann auch gerade der größte Update-Faktor, weil ich nämlich wieder zum Personal zurückgegangen bin. Ich komme mit dem A5 nicht zurecht. Er ist zwar wunderschön groß und zum Planen, Schreiben, Dekorieren einfach super, weil man viel mehr Platz hat. Aber ich habe dann festgestellt, ich bin doch jemand, der den Filofax gerne dabei hat in der Handtasche, um da tagsüber auch Ideen reinzuschreiben, To-Do-Listen abzuhaken, Sachen nachzugucken. Gerade irgendwie beim Einkaufen dann einfach hinten so ein paar Rezeptseiten aufmachen, falls einem gerade nichts einfällt, weil ich auch so eine Sammlung hatte aus Esssachen, die ich halt mag, und eigentlich kann man auch einfach auf ein Blatt Papier einen Essensplan machen und nach dem einkaufen, aber sowas habe ich nicht gemacht. Zurück zum eigentlichen Thema. Ich habe ihn dann irgendwann halt zu Hause gehabt und habe ihn wirklich nicht mehr so oft benutzt, bis ich ihn irgendwann gar nicht mehr benutzt habe. Für mich hat es einfach nicht funktioniert. Ich bin jemand, der den dabei haben will, und für die Handtasche ist er mir zu schwer, zu groß und einfach ungeeignet. Ich werde mal gucken, ob ich den hier irgendwie ummünzen kann für irgendwas, wofür ich den dann zu Hause benutze. Es gibt ja viele Sachen, die man mit einem Filofax machen kann. Es muss ja nicht immer ein Kalender sein. Aber für das Filofaxing, was ich mir halt darunter vorgestellt habe, hat sich der A5er jetzt gar nicht gelohnt. Und ich habe mir dann im Sale bei filofax.de den hier gekauft. Ich blende euch den Namen ein, weil ich ihn jetzt garantiert falsch aussprechen werde. Das ist so einer mit so einem, wie heißt denn das, Straußenmuster, so ein dunkelbrauner, der manchmal in bestimmten Licht auch so Cognacfarben aussieht. Ich finde ihn wunderschön, er ist sehr, sehr teuer. Ich glaube, den gibt es so auch gar nicht mehr, aber ich habe ihn halt im Sale gekriegt und habe dann zugeschlagen. Der kommt mit mehr so cremefarbenen Blättern, also nicht so dieses Weiße, sondern mehr so gelblich. Ich habe da noch die alten Divider drin sozusagen. Ich muss mir mal irgendwann mal neue besorgen, die halt farblich auch einfach passen, weil der halt so bräunlich ist und ich finde so Türkis und Rot passt dazu nicht sehr gut. Ich hatte mir, bevor ich mir den hier besorgt habe und praktisch entschieden habe, dass ich zurück zum Personal möchte, hatte ich mir einen Ochre Morgan, The Morgan Ochre bestellt. Der kam an und ich fand ihn schön, aber also so ein A5er, und der hatte dann aber nicht schließende Ringteile und davon war ich wirklich sehr enttäuscht. Also das Filofax so teure Kalender verschickt, bei denen dann die Ringe nicht richtig schließen. Ich habe ihn zurückgeschickt, habe mein Geld zurückbekommen, habe dann den hier gekauft. Der hier war gut. Also passt da ein bisschen auf, auch wenn ihr ihn irgendwie im Laden kauft oder sowas, checkt das einfach mal. Und ich bin auch ganz froh, dass ich ihn jetzt habe, weil ich finde, dass der insgesamt von allen Filofaxes, Plural Filofax, am besten zu mir passt. Dann habe ich mir Project Life Divider gekauft. Das ist, Project Life ist so ein System, mit dem man, glaube ich, mit Karten zusammen und irgendwie dann Fotos dazwischen stecken kann. Und dann hat man halt auch so ein großes Buch wie so ein Fotoalbum, so habe ich es zumindest verstanden. Dazu gibt es diese großen Divider. Erin Joy heißt sie, glaube ich, auf YouTube und ich liebe sie über alles. Die hat ihn praktisch zurechtgeschnitten für ein Personal. Ich habe daraufhin auch einige zurechtgeschnitten. Ich musste eine Lochzange nehmen, weil mein Locher das überhaupt nicht gepackt hat. Ich liebe diese Teile. Die sind so perfekt, um die dazwischen zu heften, weil sie transparent sind und man da dann wieder Post-its drauf heften kann. Nur war das noch zu A5-Zeiten. Das heißt, jetzt sind die Löcher irgendwie komisch. Ich muss mal gucken, dass ich die umgemünzt kriege auf den Personal. Aber das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich finde die total super. Es war halt mega fickrig, diese Löcher da reinzukriegen. Katastrophe. Aber die Arbeit lohnt sich, weil ich die grandios finde. Dann Project Life Cards habe ich genauso wie die Divider bei Amazon bestellt. Und die soll man dann praktisch in dieses Project Life etwas so dazu reinstecken. Aber ich loche die sehr, sehr gerne und lege sie praktisch in die aktuelle Kalenderseite. Es gibt so größere, also ein Paket kommt mit verschiedenen Größen. Ich glaube, je nachdem, was man da besorgt. Die haben halt Sprüche auf der einen Seite und meistens auf der Rückseite ein kariertes oder ein liniertes Blatt. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Designs und kann man dann auch anpassen an die Woche, die man hat. Viele machen da irgendwie No Spend
Advent, February und schreiben dann die Tage drauf und kreuzen das dann immer an, dass sie an dem Tag nichts ausgegeben haben oder schreiben da halt so Meal Plan drauf. Ich fand es halt so schön, weil das so diesen Philo-Flexing-Gedanken total unterstreicht, meiner Meinung nach. Ich glaube, bei Etsy gibt es die auch. Ich weiß es nicht. Ich habe meine halt einfach bei Amazon bestellt und das hier ist übrigens nicht mal alles. Also ich habe ein paar davon auch schon weggegeben. Ich glaube, es gibt von jedem zwei Stück. Das heißt, ihr könntet euch auch mit einer Freundin zusammen eins kaufen und dann nimmt jeder nur eins oder so. Sehr, sehr nice. Also fand ich wirklich super. Dann sind auch neue Washi-Tapes dazu gekommen. Dafür finde ich auch Etsy super. Und einfach mal umgucken. Bei der Wanda habe ich auch ein paar Shops entdeckt. Das hier ist jetzt einer mit so Wolken und roten Herzchen oder pinken Herzchen. Die sieht man ganz oft bei Instagram auch. Oder halt so eins mit so Dackeln und so einem Pariser Eiffelturm dahinter. Das mache ich dann auch sehr, sehr gerne. Wenn mir gerade mal langweilig ist, dann surfe ich bei Etsy oder Davanda und gucke mir Washi-Tape an. Inserts. Ein weiteres sehr, sehr wichtiges Thema, weil nämlich sich viele beschweren, dass die Kalenderseiten vom Philo-Faxing einfach zu dünn sind, dass man auf der anderen Seite den Stift dann durchsieht, dass es auch kein richtiges Weiß ist. Ich habe mich sehr, sehr lange umgeguckt nach Inserts. Und ich habe die von DIY-Fish ausprobiert, aber das hat irgendwie auch nicht so richtig funktioniert. Ich habe jetzt bei, ich glaube Etsy war es, bei Linettes Philo Shop, ich verlinke euch das mal in der Infobox, habe ich so ein Packung für 2015, das ist das nächste Jahr, Reni, für 2015 bestellt. Und zwar Januar bis Dezember, Week and Month on 2 Pages. Das hier sind die Monate und so sehen dann halt die Wochen aus. Ich glaube, oben passt kein kompletter Streifen Washi-Tape drauf. Ich muss mal gucken, wie ich das dann dekoriere, weil ich es zum Beispiel auch nicht so schön finde, dass wenn ich jetzt unten so eine Scheibe Washi-Tape drauf mache, dass dann so ein dicker Bereich vom Sunday weg ist. Also das Design ist jetzt nicht darauf ausgelegt, dass es dann immer noch dekoriert, oben und unten so dieses klassische Philofax dekorieren, dass das damit dann gut aussieht. Aber ich fand die Schrift halt so schön und es ist so minimalistisch und ich habe halt echt lange nach irgendwas gesucht, was mir gefällt und die Blätter wirken relativ stabil auf mich. Also ich glaube, da kann man schon dann auch ordentlich mit vielen Stiften draufschreiben. Das fand ich sehr, sehr schön. Es gibt ungefähr 7 Milliarden Inserts, die man sich so angucken kann. Es gibt auch viele zum selber ausdrucken. Ich habe zum Beispiel auch eine ganze Weile lang Seiten bedruckt für den A5er mit meinem Drucker und jede Woche und es geht mir einfach zu sehr auf den Keks. Ich gebe dann lieber das Geld aus und kaufe dann halt so fertige. Wobei ich sagen muss, dass es mehr Printables gibt, die cool aussehen und die man wahrscheinlich auch viel besser persönlich anpassen kann, wenn man da irgendwie vorher mal hinschreibt. Ich habe es gewagt und habe den Philofax-Locher bestellt und ich muss sagen, ich finde ihn nicht sonderlich gut. Erstens ist er nicht so schön einfach. Ich finde den, mein von Bind ist der, glaube ich, mein Systemlocher. Ich finde den besser, ich finde den praktischer und der hier locht einfach, finde ich, nicht so gut. Dementsprechend meine Empfehlung, gebt das Geld für den hier vielleicht eher nicht aus. Kauft euch davon lieber Washi-Tapes. Das war ein ganz großer Fail. Okay. Kommen wir zu den beiden Hebertüten. Und ehrlich gesagt, ich weiß schon gar nicht mehr, was da drin ist. Ich habe nicht nur für mich gekauft, sondern für eine andere Freundin und für noch eine Freundin, für noch eine Freundin, also für 4 Leute. Farblich passt es jetzt aktuell nicht so gut, weil ich es eher so gegen Sommer gekauft habe. Bei HEMA kann man, glaube ich, auch online bestellen. Ich weiß nicht, ob ihr die Sachen jetzt noch findet, aber schaut euch einfach mal um. Ich finde, die haben so süße Sachen, es ist unglaublich. Das hier ist zum Beispiel so ein To-Do-Listen-Set und ich finde es halt so schön, dass man hier auch mal welche hat, die so kleiner sind und die ganz anders bedruckt sind und nicht so einfarbig und preislich ist es halt günstiger, als solche Sets bei irgendwie Amazon zu kaufen. Ich habe mich da mal tagelang umgesehen auf der Suche nach schönen und auch günstigen Sets und ich habe keine wunderschönen Sets gefunden, die auch irgendwie preiswert gewesen sind. Die meisten fingen da irgendwie an ab 7, 8 Euro, die ich gesehen habe. Und dann noch so ein Sticky Note Set. Was ich an dem hier so toll finde, ist, dass da auch so ganz, ganz schmale Sticky Notes mit bei sind. Und das ist halt grandios, um die dazu zu kleben, um da dann irgendwas drauf zu schreiben. Zum Beispiel 16 Uhr Termin XY. Weil ich finde, dass das so eine Seite nochmal aufpeppt, wenn man irgendwie nicht alles nur mit dem Stift reingeschrieben hat und wenn man nicht gleich direkt wieder so einen riesigen Post-it will. I like. Big time. Dann gab es noch so einen großen Stern-Post-it und ein Herzchen-Post-it, der anders geformt ist als die meisten Herzchen-Post-its. Und deshalb habe ich den da mitgenommen. Ich bin sowieso so ein absoluter Post-it-Fanatiker. Also ich könnte wirklich den ganzen Tag alles Mögliche nur auf Post-its schreiben. Ich fand das Design so schön von diesen Ankern und habe mir dann noch so ein sich selbst
tintendes Stempelkissen-Set gekauft, was für ein Wort. Und weil ich ja nicht genug von Ankern kriegen kann, habe ich noch ein rollendes Stempel irgendwas gekauft. Read this, to do, okay, done, today, like. Und das finde ich so unfassbar süß. Und das sind halt richtig schöne Farben. Ich finde, das trifft man total selten. Noch mehr Stempel. Auch wieder mit einem Anker. Ich habe es ein bisschen übertrieben. Kugelschreiber, magnetische Lesezeichen, finde ich ja sowieso total grandios. Ist einerseits super, wenn man irgendwie die aktuelle Woche so beklippen möchte, um da dann direkt drauf zuzugreifen, wenn man jetzt nicht so ein Today-Lineal da drin hat. Oder aber, wenn ihr hinten irgendeine Liste habt, auf die ihr dauernd zugreift, das einfach da reinstecken. So ein Post-it kann man dann natürlich auch oben drauf kleben, aber ich finde, die brechen schnell ab, die gehen kaputt, die sind nicht so schön. Und die hier kann man dann farblich wechseln zu der jeweiligen Dekoration der Woche. Fabelhaft. Transparente Highlight-Sticker habe ich so noch gar nicht gesehen. Sind bestimmt gut, wenn man irgendwie so farbkodierte Systeme hat in seinem Filofax. Ist vielleicht auch ein ganz cooler Ersatz, falls man diese Martha Stewart heißt sie, glaube ich, diese Drops, diese immer wieder ablösbaren. Ich weiß, ich glaube nicht, dass die hier ablösbar sind, aber das ist ja auch so von vielen sehr oft benutzt zum Beispiel. Oder irgendwas, was man alle 2 Wochen macht. Einfach, wenn man sich das merkt, das ist der pinke Sticker, dann einfach da in den Tag reinstecken. Sehr, sehr cool. Das hier ist schon in Gebrauch und zwar ist das so ein von beiden Seiten klebender, ja, so ein Tippex-artiges Etwas. Was ich damit super gerne mache, ist solche Post-its praktisch auf der Rückseite zu bekleben und dann in die Filofax-Seiten reinzukleben, weil es einfach dann hält und ich hasse nichts mehr als Post-its, die so halb von der Seite abstehen und dann doof sind und zerknicken und optisch einfach nicht gut aussehen. Deshalb klebe ich sehr, sehr gerne, was ich zumindest auf die Seite draufklebe, fest. Und der hier funktioniert, er war günstig und ich habe ihn mitgenommen. Ich habe den hier ausprobiert, als ich glaube, eine der wenigen Sachen, die ich benutzt habe, bevor ich sie jetzt euch in diesem Haul zeige und dafür halt zurückgehalten habe. Kann ich euch empfehlen. Gibt es auch von anderen Marken, aber ich glaube, der hier war ziemlich günstig im Vergleich zu denen, die ich sonst so gesehen habe und im Vergleich zu dem, den ich habe. Also habe ich den hier mitgenommen. Die hier fand ich auch toll. So einen hatte ich, glaube ich, schon vorher. Den habe ich dann gekauft, um ihn jetzt praktisch zu verschenken für die anderen Filofax-Begeisterten in meinem Leben. Washi-Tape. Ohne Washi-Tape verlasse ich keinen HEMA. Solche Washi-Tapes habe ich auch noch gar nicht gesehen, die halt diese Farben haben mit diesen Schriftzügen da drauf. Hier steht Seriously drauf auf so einer Sprechblase. Things to do. Und Today is okay. Super grandios. Das sind solche Post-its, die dann auch noch bedruckt sind. Das sind die allerbesten Post-its ever. Das war's von mir. Das war mein riesiger, monströser Filofaxing-Haul. Update, wie auch immer man es formulieren will. Was ich euch definitiv empfehlen kann, ist halt HEMA und mal bei Etsy, bei der Wanda gucken, Preise vergleichen und die Project Life Sachen. An denen hatte ich auch irre viel Spaß und die sehe ich auch halt immer wieder auf Instagram, wenn Instagram, die ich halt auch wirklich dann optisch imponierend sehr sinnvoll fand und dementsprechend habe ich sie mir auch geholt. Falls ihr mir Filofax Videos empfehlen könnt oder Shops bei der Wanda, irgendwas, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich verlinke euch auch mal in der Infobox meine Filofaxing-Playlist. Ich habe da eine, die ich ab und zu mal angucke. Das ist praktisch wie meine später Ansehenliste, nur für Filofaxing-Sachen. Und dann könnt ihr auch mal da reingucken. Ich glaube, das ist vielleicht auch als Inspiration ganz schön. Das ist so das, was mich immer wieder antreibt und woran ich super viel Spaß habe, dann einfach mal meine Nase da reinzustecken, wie andere Leute das dekorieren oder organisieren. Und es gibt halt super viele Reviews. Bis bald. Tschüss!